Ey, Spatze. Ey. Ja, ja, ja. Ja, wir sind hier vorne bei unserem hinteren Fenster und der macht so Probefilmchen. Quatsch. Super. Aber kein Blödsinn, okay? Ja, Hauptsache du quatschst nicht so ein Blödsinn daher. Also nicht die ganze. Bin ich blöder, weil es der Einzige, der schreiben kann, das muss er dann heute immer halt. Ja, weil du sagst in der schönen Emden und Frankfurt Oder ist nix schön. Hallo und Servus. Ich bin der Fred, lebe und arbeite seit 30 Jahren in München und wohne mit meiner Frau in einem Schloss. Fred, nicht in irgendeinem Schloss, sondern im Castello del Nymphe, Schloss Nymphenburg. Das prächtigste Barockschloss Deutschlands, seit 1663 das Zuhause für Prinzen, Fürsten, Könige und Kaiser. Ein Liebesgeschenk. Ach, wie heißt du da? Henriette. Henriette, genau. Die hat ja damals das Schloss geschenkt bekommen von ihrem Ehemann zur Geburt des Sohnes. Und das war damals die Zeit, wo so diese griechischen Götter und alles, wo das in war, hier. Und dann war das Nymphenburg. Eine Huldigung an uns, die antiken Naturgottheiten. Wir waren schon da, bevor Max, Emanuel oder Ludwig hier geboren wurden. Henriette Adelaide von Savoyen wusste das. Sie bekam das Häuschen. Heid ist es ein Palast, breiter als Versailles. Damals 89, wo ich her bin, erste Mal von vorne, von der Stadtseite auf das Schloss zu, dann war es natürlich schon beeindruckend. Und das hat einen schon ordentlich Respekt eingeflößt. Pracht und Glanz der Wittelsbacher erreichten hier in Nymphenburg ihren Höhepunkt. Der Hofstaat umfasste mehr als 4000 Menschen. Fromme Schönheiten trafen auf verschuldete Aristokraten. Amazonen flanierten mit starrköpfigen Kriegstreibern. Grandiose Baumeister und Musikgenies fanden hier ihr Publikum. Und manche eben die Liebe ihres Lebens. Oder, Silke? Das fing ja auch lustig an, dass ich ja den Fred kennengelernt habe und während des Gesprächs ich ihn dann so gefragt habe, wo wohnst du denn und so. Oder ja? Irgendwie so war das. Und dann hat er gesagt, ja, im Schloss Nymphenburg. Und dann habe ich gesagt, ja, morgen ist Weihnachten, ganz klar. So, oder? Habe ich ja nicht geglaubt. Weil ich sage, na Dings, dann kommst du nächstes Wochenende vorbei, dann zeige ich dir das. Und ja. Dann war die Silke natürlich total beeindruckt. Ich wusste vorher nicht, was das Schloss Nymphenburg ist und war dann total überrascht. Ja, und dann hat er diese Schranke aufgeschlossen und dann ging die Schranke hoch und wir sind in den Hof gefahren. Und da war sie natürlich eine schöne Parkrundgang gemacht. Und dann musste sich wohl anscheinend in mich und auch in den Park verliebt haben. Quatsch. Kein Wunder, der Park ist eine Naturschönheit. 150 Hektar Eleganz und Mystik. Ein Platz zum Durchatmen, zum sich verlieren und zu verstecken. Keiner, der hierher kommt, kann sich der Magie dieses Ortes entziehen. Verzaubert noch wie vor 300 Jahren. Niemand geht unbeeindruckt weg. Manche bleiben für immer. Und dann war sie denn wirklich dieser quirlige Typ, dieser laute Typ, der Typ, der nachfragt, der energisch ist. Und da habe ich mich gleich wohlgefühlt in ihrer Nähe. Und ja, sie ist fleißig, sie sozial eingestellt und ja, alles, was man sich eigentlich so wünschen kann. Hä? Ja, ganzer Liebe. Fred. Fred ist mein Sechser im Lotto, ganz klar. Und ist das Gegenteil von mir. Also ich der Hibbel, er der Ruhepol. Wir ergänzen uns deswegen super gut. Fred ist einer, der nicht gerne streitet, der meistens lieb ist. Es sei denn, man ärgert ihn zu doll. Und ja, der strahlt halt so Ruhe aus.
Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Gut. Lieb. Fast so lieb wie ich. Verzeihen Sie, ich selber habe ich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin eine dieser Nymphen. Wir leben hier seit Jahrhunderten. Kennt man doch, oder? Nymphen? Jürgen, du bist gemein. Nymphen sind... Die lauern hinter jeder Ecke. Bin ich das vielleicht? Die sind schon da. Aber jetzt frag mich bitte nicht weiter, ich kann das nicht genau erklären. Egal, was sind schon Namen und Titel? Am Ende kann sich eh keiner mehr an sie erinnern. Nymphen sind die Behüterinnen des Bodens. Wir tanzen, jagen und pflanzen, sorgen für Fruchtbarkeit. Die Kurfürsten schätzten das. Doch die Geschichte hatte andere Pläne mit uns. Und mit dem Auszug der feinen Gesellschaft mussten auch wir uns zurückziehen. Auslaufmodelle, so wie die DDR 1989. Zeit für Fried, seine Vision des Glücks zu suchen. Aber das erzählt er jetzt selber. Das war sowas von absehbar, dass das mit der DDR nicht mehr lang funktioniert, dass die überschuldet sind, die ganzen Fabriken, die ganze Industrie, alles marode ist und dass ich das auf Dauer nicht halten kann. Also meine Mutter, die hat, was hat die nochmal gelernt, Bankkauffrau und war dann auch bei der Sparkasse in Frankfurt, oder? Und die kleine Filiale, die haben sie damals aufgelöst und dann ist sie rüber in so einem großen Kühlbetrieb in die Verwaltung. Und da hat die dann auch jahrelang wirklich ihren Job gemacht. Und okay. Mein Vater, der war erst selbstständiger Schreinermeister in einer PGH, so eine Produktionsgenossenschaft. Und die lief wohl bis Mitte der 70er Jahre ganz gut. Und weil das ja der Kommunismus da drüben war, sind die eines Tages angekommen und haben gemeint, die kleine Firma mit den 12 Beschäftigten, die sich selbst organisiert haben, entweder wird es jetzt leer weg statt oder ihr werdet enteignet. Dann haben sie den Betrieb sozusagen aufgelöst, weil es nicht gern gesehen war, dass Leute so privat gearbeitet haben oder eine Firma hatten. Und dann sind die verteilt worden auf irgendwelche Möbelbetriebe in der Nähe. Und da hat mein Vater dann wirklich das Pech gehabt und musste von Frankfurt oder täglich nach Eisenhüttenstadt fahren, hin eine Stunde, zurück eine Stunde. Und die Arbeitsverhältnisse mit diesen Pressspanplatten und Lacken und alles, sich die Gesundheit ruiniert hat. Das Schulsystem bis zur 10. Klasse, POS, Polytechnische Oberschule. Und da hat man sich dann mit dem Zeugnis der 8., 9. Klasse, der 9. Klasse, schon in irgendeinen Betrieb, Lehrbetrieb beworben, was man dann machen wollte. Und für mich war eigentlich irgendein Handwerksjob, Lehre, und da war Metallbau. Und da hat sich angeboten damals, in der Nähe war das gewesen. Ich bin immer da drauf, dass ich irgendwo in der Nähe arbeite. Dieser Autobahnbaukombinat
Stahlbrückenbau. Und da habe ich damals dann meine Lehre als Stahlbrückenbauer gewonnen. Und die dann auch wirklich nach zweijähriger Lehrzeit dann erfolgreich abgeschlossen und sogar in der großen Halle dann noch an großen Brücken mitgearbeitet. Hochinteressant. Wir sind im Frühjahr war das gewesen, von der Armee zurück nach 18 Monaten. Und da waren mein Onkel und Tante aus Oberschleißheim, die waren zu Besuch gewesen in Frankfurt Oder, zu Onkel Siegfried, sein Vater, mein Opa, zum Geburtstag. Und da hat mich meine Tante eingeladen, ja, besuch uns doch mal in Oberschleißheim. Ich sage, ja, du Witzbold, wie soll das gehen? Ich werde wohl keine Ausreiseerlaubnis kriegen. Aber das hat sich damals alles schon angebahnt, dass das zu Ende geht. Und dann war es dann wirklich im Sommer so gewesen mit den ersten Demonstrationen in Leipzig. Wir sind das Volk. Und die DDR-Oberen, die konnten die Leute einfach nicht mehr halten, dass das immer mehr rumort hat. Und dann wirklich die Leute aus der ehemaligen Prager Botschaft dann ausreisen durften. Und dann gab es eigentlich keinen Halten mehr. Dann haben die Ungarn die Grenzen zu Österreich aufgemacht. Und egal wer das war, ob DDR-Bürger, die haben die dann ausreisen lassen. Dann haben Freunde am Montag schon ihren Trabi gepackt, bei mir klingeln gekommen und sagen, Fred, komm doch mit. Ich sage, nee, Dings, wir haben doch eine Jugendtouristenreise gebucht. Und die ging am Mittwoch oder Donnerstag los. Na, ich sag, nö, ich flieg brav mit dem Flugzeug, ihr setzt mich nicht in euren Trabi und macht dann auch irgendwelche Versuche. Und dann sind wir da nach Berlin, Schönefeld zum Flugplatz und durften sogar mitfliegen. Der Flug war eigentlich ausgebucht gewesen nach Budapest, aber zwei Drittel von den Leuten haben die echt nicht mitfliegen lassen, weil die wahrscheinlich dann dieses, was ich gerade gezeigt hatte, ihr Büchlein bei hatten, Sozialversicherungsbuch oder irgendwelche Facharbeiter, Gesellenbriefe, und dann haben sie die schon nicht mitfliegen lassen. Und wir hatten nichts von dem Zeug dabei, weil wir haben uns wirklich gedacht, das ist so wieder am Ende mit der DDR. Und jetzt lassen sie erstmal da nach Ungarn und dann von Ungarn nach Österreich. Und wenn es denn soweit ist, dann kann man sich das Zeug alles wieder besorgen. Und dann wollten wir erst mit dem Zug fahren. Und da ist uns dann aber abgeraten worden, dass da wohl noch zu viel Stasi-Spitze und Polizei drin ist, dass sie da noch teilweise DDR-Bürger rausholen und wirklich dann auf dem LKW, Plan-LKW und irgendwo hinfahren. Lasst es mal lieber. Und dann haben wir uns entschieden, mit unseren letzten paar Ostkröten, DDR-Mark, haben wir uns dann ein Taxi geleistet und sind dann wirklich von Budapest zum Grenzübergang Nickelsdorf gefahren. Und dann sind wir da durch, an dem Grenzpfahl vorbei, und dann waren wir plötzlich in Österreich gewesen. Dann sind wir da von Nickelsdorf mit dem Bus nach Wien, einem schönen Reisebus. Da hatten sie dann ein Hotel gebucht gehabt. Da konnten wir dann übernachten. Und in der Zeit haben die sich um Tickets für den ICE gekümmert. Und in Gießen, da sind dann die ganzen Personalien aufgenommen worden. Das hat dann, glaube ich, schon 4-5 Tage waren wir da oben gewesen. Mussten dann auch sagen, wo wir hinwollen in Westdeutschland, in der BRD. Schon in Gießen habe ich gesagt, wo er hin wollte. Ich habe gesagt, nach Bayern. Und da hat er das strikt abgelehnt. Ich sage, woanders kriegst du mich nicht hin. Ich will nach Bayern. Und nicht weiter. Und so ist es auch geworden dann. Und da habe ich natürlich dann angegeben, ja, ich habe hier eigentlich eine offizielle Einladung von meinem Onkel und Tante in Oberschleißheim. Und die wissen wahrscheinlich auch Bescheid, dass ich da bald klingel und auf der Treppe stehe. Und sage, das ist Verwandtschaft und die nehme ich auf und das wird schon. Und dann ist man ja verteilt worden im Bundesgebiet. Und dann durften wir wirklich hier nach München. Haben wir ein Zugticket wiederbekommen, haben uns da reingesetzt und sind nach München und dann mit der S-Bahn nach Oberschleißheim. Und dann habe ich da brav geklingelt. Und habe gesagt, Tante Sabine, jetzt sind wir da. Wir waren auf Oktoberfest. Und dann waren wir gerade zu Hause und dann haben wir gesagt, jetzt legen wir uns ein bisschen hin, Pause machen. Ja, wenn man klingelt. Ja, ja, meldet er sich. Hier, ich bin der Fred aus Frankfurt. Stand da vor das Tier unten. Aber ich habe noch eben mitgebracht, der Kumpel, der Ingo war noch dabei.
Da waren wir erstmal platt, wir haben uns gefreut und dann sind wir hoch und dann haben wir gleich geredet, wie man das wieder weiterentwickeln kann. Das war ja nur eine Tatsache, die bestanden hat. Und die kannst ja nicht irgendwie, kannst ja nicht sagen, oh, hau ab, das war ja sowieso nicht kein Thema für uns, sowas. Wenn einer aus der Verwandtschaft kommt und Hilfe braucht, dann ist das ganz klar, dann sind wir da. Nicht? Und dann haben wir uns drum gekümmert. Und der hat dann gleich seinen ehemaligen Chef angerufen und dem gesagt, ja, jetzt hat er hier zwei junge Burschen aus der DDR da, ein Dachdecker und Dachspengler und ein Kraftfahrer und Schlosser, ob er da nicht was wüsste. Ja, ja, Dachdecker suchen wir unbedingt und Dachspengler. Dann ist der gleich vermittelt worden, binnen 2-3 Tage hat der einen Job gehabt. Und für mich hat er gesagt, ja, einen Kraftfahrer suchen wir in der Schlösserverwaltung in Nymphenburg noch ein. Und so, der kann jetzt die Tage mal bei mir vorbeikommen und dann schauen wir uns das mal an. Und so war es gewesen, dass ich dann hier bei der Schlösserverwaltung angefangen habe. Da war ich 22, da habe ich in der Gastronomie gearbeitet. Da habe ich ja in Emden gelebt noch und habe eine Ausbildung in einem Café gemacht und habe dann mehrere Jahre in der Gastronomie weitergearbeitet, in verschiedenen Betrieben und habe das dann noch so in Erinnerung, gerade in dem Café, wo ich gelernt habe, hat dann nach der Wende ein Mädel angefangen aus der ehemaligen DDR und ich weiß noch, dass man sich dann damals aufgeregt hat, weil die einfach nicht so gearbeitet haben wie wir, ne? Die sind das halt nicht gewöhnt gewesen. Im ehemaligen Osten, also in der ehemaligen DDR, da hat man halt in der Gastronomie Tische zugewiesen bekommen und wenn die keine Arbeit mehr hatten, dann haben die halt aufgehört und so haben wir die auch erlebt und das hat eine ganze Weile gedauert, bis man die so ein bisschen an unsere Gewohnheiten dann gewöhnt hatte, ja, und daran kann ich mich noch gut erinnern und dass wir dann, wie dann die Mauer geöffnet wurde, vorm Fernseher saßen und ich habe dann mit ein paar Freundinnen zusammengesessen und wir haben echt geheult, dass die ja einfach rüber konnten dann. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Kann ich jetzt rüber hier meine Eltern besuchen gehen, ja? Ja. Die erste Woche war ich so ein bisschen so ein Exot und dann haben die ganz schnell gesehen, dass ich auch ganz normal meine Arbeit mache und von denen nichts will und da war das, war nach einer Woche, nach 2 Wochen völlig integriert und hab dazugehört und ein älterer Kollege, der kam dann immer an und so und Fred, du kommst ja jetzt da aus der DDR und so und ihr seid ja das Arbeiten nicht so gewohnt und so und du musst dann schon sagen, wenn es dann nicht mehr so geht oder eine Pause brauchst oder was,
Das hat er halb im Spaß und halb aber auch schon ein bisschen mit Ernst gesagt. Ich sage, nee, das passt schon und so, euer Arbeitstempo, das ist für mich nicht neu, das geht schon. Der hat ja beim Brückenbau gelernt und beim Beuchelt und Co. Und die stellen da keine Loser ein, die haben da schon Leute, die müssen funktionieren. Beim Brückenbau kannst du keinen Fusch machen, da musst du Qualität leisten. Wir hatten immer Material, wir hatten immer Werkzeug, wir hatten immer technische Gase und Strom, dass wir, wenn wir 8 Stunden im Dienst waren oder in der Firma, dass wir die 8 Stunden auch durchgebuckelt haben. Und nicht da irgendwelche Holzleitern gebaut haben, sondern schwere Stahlbrücken, die dann so 100 Meter, 130 Meter und ja, und da brauchte mir keiner sagen, wie Arbeiten funktioniert. Soweit wir es haben, ist kein Problem. Das kann man ja auch als gastfreundlich bezeichnen. Für die Kollegen und Nachbarn immer ein vieles Bier dazu haben. Dein bester Kollege. Aber ohne Bier scheiße. Na, bester Kollege. Spaß, bester Kollege. Bester Nachbar. Ja, also sehr kompetent. Eigentlich Zusammenarbeit gut. Passt. Wie man in Bayern sagt. Da soll ich sagen, passt schon. Der Park umschmeichelt zu Beginn mit seiner symmetrischen Geborgenheit. Und je tiefer der Besucher eindringt, verängstigt der Park fast. Mit seinem schier unüberschaubaren Labyrinth aus Wegen, Brücken, Kanälen und Kaskaden. Girard, Effner und Scale waren die Architekten. Fred, Gerhard, Mario und Kollegen sind die Bewahrer des Schatzes. Also wir sind jetzt hier in Pasing an der Bodenseestraße und da wird die Würm geteilt. Westlich fließt die Würm weiter und östlich zwacken wir das Wasser ab für den Pasing-Nymphenburger Kanal. Und der ist dann ungefähr so 3 Kilometer lang, bis der vorne Westseite Nymphenburger Schlosspark in den Schlosspark reinfließt. Ja, da hat damals der König beschlossen, die Wasserrechte sind seine. Und seitdem sind diese Wasserrechte aus dem Starnberger See, wie die Würme runterkommen, ist es Bestandteil vom Besitz von den Liegenschaften. Die Badelust des Adels dreht sich nicht nur um reinigende Aspekte. Die Badenburg, ein Platz für feuchtfröhliche Spiele. Das Prinzenbad, ein Liebesbecken. Das war früher ein Schwimmbecken vom Prinzregent Luitpold. Weil der war begeisterter Schwimmer gewesen und wenn der in Nymphenburg war, ist er gern zur Bahn gegangen und dann hat er sich überall im Schlosspark hier so Schwimmbecken anlegen lassen. Nicht nur Könige, auch wir Nymphen lieben das Wasser. Das Elixier des Lebens füllt Bäche und Seen, ernährt die Erde mit seinen Myriaden von Lebewesen. Der ewige Kreislauf der Natur. Wasser in Bewegung bedeutet Leben im Fluss. Der Brunnwart ist zuständig für sämtliche Gewässer. Jetzt hier speziell für Nymphenburg haben wir so an die 20 Hektar. Und der ist für zuständig, dass genügend Wasser in den Park reinläuft, dass die Wasserstände im Park richtig sind, ordentlich, also nicht so hoch, nicht so tief und dass es auch eine gewisse Menge ordentlich abläuft. Ja, aber wirklich Schmelzwasser kommen kann, Regenwasser gepaart und dann kann die Würm schnell mal der Pegel steigen um 20, 30 cm und dann muss man hier regulieren und das kann man zum Beispiel hier vorne an dem Brett machen, überflüssiges Wasser. Dann kann ich dieses Brett rausziehen und dann schwappt es schon wieder gleich hier vorne zurück in die Würm. Nein, du brauchst eh ein paar Jahre, bis du wirklich vom Wasser alles brauchst. Also ist ja jeder Tag ja irgendwie ein bisschen anders. Du weißt nicht, mit den Umständen, wie das Wetter, was kommt von der Würmerei, hast du Schneeschmelze, hast du Meerwasser, Algenbewuchs kommt dann wahrscheinlich wieder je nach Temperatur. Laub, Dreck, ist immer anders. Ja, der liebste Job ist mir eigentlich dieser Wasserdienst, Brunnenwart. Dazu gehört dann in der Früh das komplette Kanalsystem schauen, dass alles die Wasserstände, dass die passen, dass in der Nacht hier nichts irgendwo verstellt worden ist von irgendwelchen Unautorisierten.
dass genügend Wasser da ist, um diesen Pumpbetrieb zu machen im Sommer von Ostern bis Oktober, dass man die dann laufen lassen kann. Und dadurch, dass das wirklich alte historische Pumpanlagen sind, die über 200 Jahre alt sind, ist es natürlich hochspannend. Und die Leute, die zu einem kommen, das sind Doktoren, Ingenieure, Metallbauer, die sich dafür interessieren, denen auch qualifizierte Fragen stellen. Und da ist man froh, wenn man ein bisschen was weiß, denen das erklären kann. Und da ist so ein Tag, die 8-9 Stunden, die sind im Nu im Fluge rum. Wir sind hier vor dem Johannesbrunnhaus. Im Inneren befindet sich ein Meisterstück der deutschen Ingenieurskunst aus dem 19. Jahrhundert. Lass uns einfach mal reingehen. Hier sind wir im Untergeschoss vom Johannesbrunnhaus und hier sieht man auch sehr schön das Datum von der Grundsteinlegung und nebenan auch die Verankerung der großen Pumpe. Und wenn man hier weiter schaut, sieht man schon das erste Wasserrad mit einem Durchmesser von 3 Meter und Mindestgewicht von 3 Tonnen. Das Pumpwerk wird von 3 Wasserrädern angetrieben, wo links und rechts 6 Zylinder sind, sprich 12 Zylinder, die eine Leistung von 60 Liter pro Sekunde ergeben. Den Druck kann man hier ganz gut ablesen bei dem alten Manometer, wo der auf 2 Bar geht. Und jetzt werden wir mal die Pumpe einschalten, weil es ist Zeit. Lager, der Kugelkopf und das Leitlager vom Wasserrad, die muss man am Tag 2-mal schmieren, weil die meisten Kräfte aufnehmen. Der Schlosspark, ein Kraftort, gestern wie heute. Natur, Mensch und Technik in Harmonie. Für viele eine Oase der Ruhe, für andere ein Spielplatz des Glücks. Mein Glück,
dass ich hier leben darf. Das ist für mich auch Glück. Und dass ich den Fred kennengelernt habe, das ist ein ganz großes Glück. Und vor allem, dass wir einigermaßen gesund sind, das ist Glück. Ja. Mhm. Dass ich nette Menschen um mich habe, dass ich arbeiten gehen darf, das ist für mich alles Glück. Und vor allem den anderen so sein lassen, wie er ist. Ich meine, klar, meckert jeder mal oder ich sag Mensch, Fried oder so, aber eigentlich, er ist so, wie er ist und ich bin so, wie ich bin. Wir akzeptieren das beide und ja, haben auch viel gemeinsame Hobbys eigentlich so. Wir gehen halt gerne so ein bisschen, also nicht, ja, ein bisschen wandern, so kleinere Runden oder wir fahren wahnsinnig viel Fahrrad. Wir gehen Stadtspaziergänge. Machen diese Stadtspaziergänge, so habe ich München kennengelernt und ja, alles gut. Er muss halt den anderen ein bisschen frei rumlassen. Genau. Ja. Respekt, Wertschätzung. Genau. Glück ist, dass man halbwegs gesund ist, dass man wirklich seinen täglichen Ablauf, ob Arbeit, Freizeit, Urlaub nachgehen kann, seinen Hobbys. Dass ich eine Frau kennengelernt habe, die eigentlich so zu mir hält. Ist egal, in welcher Beziehung. Wir machen alles zusammen, wir entscheiden alles zusammen und das ist ja wichtig, als ob sie sagt, das ist dein Bier, das geht mir nicht an. Ob ich Yachtkanzel baue oder das mache oder wie auch immer, die ist immer dabei. Die ist immer dabei. Die sagt nicht, ich will nicht, ich kann nicht. Die sagt, was kann ich machen? Nicht, wenn es anders wäre, wäre doch nicht meine Frau geworden. Ja. Und der Rest, der ergibt sich von selber. Oder der ganze Ärger ist meistens hausgemacht oder irgendwo weltfremd. Einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Genau. Mit dem zufrieden sein. Was man hat. Ja. Und da ist natürlich, wie gesagt, das Wichtigste die Gesundheit. Und meine, den Rest, den kann man sich schon so hinbasteln, dass es passt. Ja. Von wegen, Fred, basteln und passt schon. Ja, du hast einen wunderbaren Platz gefunden, aber uns hat man fast verjagt. Und Respekt? Im Winter sperren sie uns in Holzkästen. In der neuen Gesellschaft hat kaum einer einen Platz für uns. Viele wandeln blind zwischen der barocken Pracht der Burgen. Und nur weniger nehmen sich Zeit, die Mystik der unsichtbaren Bewohner zu spüren. Da müsste jemand mal was ändern. Ich kann was ändern, als Troll oder Nymphe. Dann bin ich der Troll und angefangen beim Park, den Park erstmal zurücksetzen, den Punkt wie vor 20 Jahren. Da war der Park noch gepflegt, da war noch nicht der Publikumsverkehr so groß. Wir hatten noch, obwohl sich das komisch anhört, der Park ist der gleiche geblieben, ein anderes Tätigkeitsfeld. Wir haben selber die Wiesen noch gemäht, haben selber das Heu gewendet, haben selber Heuballen gepresst, haben die abgefahren und da war dieses Gemeinschaftsgefühl, selber was ernten, was wegfahren, einlagern, das war noch da, dass das wieder so ein bisschen die Zeit zurückgedreht wird. Genau, dass die Maschinen wieder leichter werden und ja, und dann wäre der Park auch wieder annehmbar. Also manchmal ist es schon, ja, sonntags, ne, wenn wir so unsere Ausflüge machen und dann zurückkommen und dann staut sich das hier vorm Schlossrondell und das ist schon nervig. Oder wenn du draußen Wäsche aufhängst und die Touristen dich dann beim Wäscheaufhängen fotografieren und solche Sachen, ne, das kommt auch schon vor. Aber im Grunde kann ich da gut mit umgehen. Also ich finde das sogar manchmal ganz interessant. Ich bin ja so eine, ich muss immer unter die Leute und brauche Action und für mich ist das okay. Ich kann mich ja zurückziehen, wenn ich die nicht haben will. Ja, und sonst, was will ich sonst noch ändern? Sonst will ich gar nichts ändern. Bloß die Zeit vielleicht ein bisschen langsamer laufen lassen. Ja, ne? Oh, dass es nicht so rast alles. Thank you.
Fried, der ist zu kurz. Der ist zu kurz, aber es geht schon. Dann wässern wir ein bisschen die Wiese und dann geht das. Come on, baby. Also, die Frage, die kann man fast anders stellen. Gibt es was ich nicht gerne mache? Also, weil das Spektrum ja so riesig ist, die vielfältigsten Arbeiten von Wiese mähen, Heu machen, diesem Wasserdienst, wo ich dann die beiden Brunnhäuser betreue, nach den Wasserständen schaue, ob ich LKW fahren muss, ob ich mal mit einem Rasenmäher irgendwo rumfahre, ob ich Wegebau mache mit neuen Maschinen. Also, es ist immer wieder unterhaltsam, neu, abwechslungsreich. Also das kann man locker nochmal 15 Jahre machen, ohne dass einem langweilig wird. Das ist es. Bei meiner Lehre war ein Schweißingenieur, der hat gesagt, wer seine Arbeit liebt, dem wird sie nie zum Überdruss. Und so ist es bei mir gewesen. 15 Jahre, 30 Jahre, 300 Jahre, egal. Es ist die Leidenschaft, die uns eint. Fred, Siegfried. Wir haben hier unser Glück gefunden. Hier in München, bei den Bayern, gefällt es mir sehr gut. Wie gesagt, ich habe mein Leben, wir haben immer Glück gehabt. Das war schon mehr Glück wie Verstand gewesen. Und solange Menschen in meinen, in unseren Park kommen und dieses Glück mit mir und Fred teilen, so lange bleibe ich auch da.